Wie können Führungskräfte mit immer komplexer werdenden Aufgaben und Leistungsdruck nicht nur in Krisenzeiten erfolgreich umgehen? Darüber spreche ich heute mit der Expertin für Performance und Change Management, Katrin Müller. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Frau Müller, Sie sprechen von Polikrisen, hohem Druck davon, dass bisherige Erfolgsmuster nicht mehr greifen. Woran sehen Sie das denn? Wir schlagen die Zeitung auf, wir machen den Fernseher an, wir hören Radio und was uns entgegenschlägt, sind politische Themen. Wir hören Corona, wir hören, Kriege, wir hören äh, Wirtschaft ähm, und alles ähm, ist sehr sehr negativ beladen und ähm, es ist nicht eine Sache, sondern das sind viele und äh, das macht was mit den Menschen, äh, das sieht man. Das ist das eine, was so ganz global stattfindet und das andere sind äh, die Themen, die in den Unternehmen stattfinden, hohe Fluktuationen in Unternehmen, wo vorher wo, wo das ein Fremdwort war oder äh, die Krankheitsquoten schwellen in die Höhe und äh, man kommt mit Maßnahmen überhaupt nicht mehr gegen an ähm, im gegen Teil, Es wird immer mehr, es wird immer problematischer und dazu kommen einfach noch ganz individuelle Krisen auf, auf persönlicher Ebene. Das heißt, das sind sowohl emotionale Faktoren als auch klar messbare, sowie Fluktuationen in Unternehmen. Genau so. so, genau. Geht es dabei jetzt um, um echte neue Anforderungen, auch wenn wir sagen, die Menschen stehen mehr unter, unter Druck oder ist das dann mehr ein gefühlter Druck und man muss vielleicht stärker mit den Emotionen umgehen als mit Tatsachen? Oder ist es beides? Also real fühlt sich das dann immer sehr äh, wirklich an. Mhm. Und die Frage ist, äh, wie, wie reduziere ich das oder wie, ähm, wie finde ich da irgendwie meinen Weg. Und äh, was ich merke, je mehr Krisen auftauchen, desto mehr Haltegriffe fehlen mir irgendwie im Außen. Und äh, die Chance, die ich habe oder die einzige Konstante, die da bleibt, äh, bin ich selber. Also wie, wie kann ich den, den Haltegriff in mir finden? Mhm. Und was wir gemacht haben, also bisherige Erfolgsmodelle, ist einfach zu analysieren. Also wir sind ja sehr kopflastig unterwegs, dieses männliche Prinzip, die Dinge zu analysieren, zu gucken, Maßnahmen zu entwickeln und dann den Lösungsweg zu gehen. Nur das Problem ist, je mehr Krisen auftauchen, egal auf welcher Ebene, desto mehr Variablen kriegt diese Gleichung und desto unhandlicher wird es einfach. Ja. Und das ist das Problem, was ich momentan beobachte. Ja, Sie sagen gerade die männliche Herangehensweise, wobei, wenn man sich mit Ihrem Arbeiten etwas beschäftigt, dann kommt man darauf, dass Sie eher von männlichen und weiblichen Energien sprechen. Kann ich mir das so vorstellen wie Yin und Yang? Also mehr geben, da empfangen oder oder wie wie teilen Sie das auf? Woran machen Sie das fest? Äh, ja, also ursprünglich tatsächlich habe ich auch mal BWL studiert. Von daher mhm. ist mir das sehr vertraut. Dieses Analysieren, dieses Ratio, dieses Kopflastige. Ja. Das ist auch dieses diese Machensenergie. Die ist ja klasse. Ne? Die sollen wir jetzt nicht äh, vergessen. Mhm. Ähm, einfach eher uns erinnern, welche Kraft haben wir dann noch in uns? Und das ist tatsächlich diese weibliche Energie, dieses weibliche Prinzip des, ähm, ähm, ja, letztendlich Wissens, ohne ähm, Beweise dafür zu haben, diese äh, Gewissheit äh, zu entwickeln, jawohl, das ist der Weg und den gehe ich jetzt, no matter what. Ja. Also in, in Ruhe und Gelassenheit, äh, unabhängig von den Krisen im Außen. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass diese Kraft, diese Energie, die in uns ist, ähm, massiv überlagert ist mhm. von äh, irgendwelchen äh, Konditionierungen, von äh, Glaubenssätzen, wie man irgendwas macht, Prägungen, Muster so. Und all ja. das lastet jetzt darauf, dass wir eben nicht in dieser Ruhe und Gelassenheit mit dem Außen umgehen können. Wenn ich das mal zusammenfasse, sage ich mal, Intuition beispielsweise, in, in, ähm, vorgehen danach, ist ja was, was bei immer mehr Frauen in Führungspositionen dann aber auch von Männern klassischerweise abgefragt wird, sagt, sagt hier, aber wieso das machen oder das lassen? Ja. So, ist, ist das da auch ein Problem, dass da Konfrontationen entstehen, dass die einen sagen, bitte rechtfertige das rein rational? Und der andere sagt vielleicht, ich kann es nicht ganz genau erklären, aber ich bin mir sicher, dass dies richtig ist. Ja, natürlich prallen da irgendwie Welten aufeinander. Aber vielleicht mal das Positive, wir sind ja ausgeglichen so. Und in dem Maße, wie ich diese männliche Energie zur Verfügung habe, also gerade für diejenigen, die sehr erfolgreich damit unterwegs waren, in gleichem Maße ist auch das, dieses weibliche Prinzip vorhanden. Wir müssen es uns einfach nur erschließen. Also es geht um die Kombination von, sagen wir mal, Schaffenskraft-Ratio auf der einen Seite genau. und auf der anderen Intuition und auch mal aufs Bauchgefühl hören beispielsweise? Ja, wobei diese Intuition ist was äh, viel klareres. Das ist so, so eine Klarheit äh, jenseits des Verstandes, sage ich immer. Ja. Dieses, ähm, ich weiß, das ist zu tun, ich weiß, das ist es, ich kann es aber jetzt nicht äh, irgendwie belegen oder so. Und das Bauchgefühl ist eben dieses äh, Vermatschte ähm, mit diesen ganzen Prägungen, Mustern, diese Emotionen, die da drauf kommen. Ich erinnere mich an irgendeine alte Situation und projiziere die auf die neue und die verhindern Einfach, dass ich sachlich und klar mit dieser Situation umgehen kann. Ich versuche es auf männliche Weise zu, <laughs> nur zu versachlichen dabei. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das Schaffensdrang-Ratio und so weiter, was wir alle kennen, wie ein Computer das auch äh, handhaben ja. würde. Dann gibt es Intuition, wovon Sie sagen, das, das ist schon eine Form von Klarheit. Und das andere, das kann aber auch auf alten Prägungen, sage ich mal, ganz einfach Hirnbahnen, die geschaffen wurden, auch beruhen, dass jemand ein schlechtes Gefühl hat, immer wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Das ist dann nicht dasselbe wie diese echte Entscheidungshilfe. Nee, mhm. nee. und da müssen wir einfach okay. gucken, äh, wo kommt das Ganze her. Und da kann man mit minimal energetischen Impulsen tatsächlich gucken, äh, man kommt da mit dem Verstand nicht dran, weil es nicht logisch ist. Mhm. So, und äh, wenn man aber ähm, ins Unterbewusstsein äh, sich davor testet und guckt, wo ist das Thema grundgelegt? Dann kann man die Wurzel rausholen und verschafft sich einfach diese Leichtigkeit, diese Gelassenheit, um mit der Situation anders umzugehen oder um eben sachlich äh, das abarbeiten zu können. Weil das ist das ja, unser heutiges Thema, auch so Ruhe, Gelassenheit ja. ähm, im Beruf, in Führungspositionen, auch noch das trotz der ganzen Unwägbarkeiten im, im Außen hinzubekommen. Genau. Wie wird das denn aber allgemein aufgenommen, wenn Sie jetzt? Jetzt beratend jemandem sagen, naja, wir müssen mal da an innerer Ruhe und Gelassenheit arbeiten. Und jemand äh, hat sich eigentlich vorgestellt, nein, wir brauchen hier äh, einen, einen anderen Change-Prozess, äh, als, als den, von dem Sie uns da erzählen. Der soll äußerlich stattfinden. Ja, also ich frage immer ganz gern, wie lange hält man den Schmerz noch aus? Mhm. Und äh, meistens beantwortet sich die Frage dadurch. Ja. Also, was bist du bereit, das noch lange, länger auszuhalten, zu ertragen? Oder willst du jetzt vielleicht auch den leichteren Weg einschlagen? Beides ist ja eine Entscheidung, ne? was, ja. Was, Wie willst du es haben? Schwer und anstrengend oder leicht und einfach? Also ganz wichtig ist ja bei, bei all dem, also man nennt sie Madame Change, nicht? Für, weil, das, weil es um, um Veränderungen geht. Ja. Und äh, man hört ja auch schon bei ihren Erklärungen, dass es nicht unbedingt ein, ein Ansatz ist, den jetzt. Ja, ein reiner Algorithmus finden würde dabei, sagen würde, okay, hier müssen wir dann da die Stellschrauben ändern, sondern dass es nochmal tiefer geht, aber ja letztlich doch auf einer für Sie soliden Basis, dass das alles messbar wird nachher. Ja absolut. Ja. Also wie, wie kombinieren wir diese Klarheit, die wir uns dadurch erschließen können, zusammen mit der ähm, dieser Konsequenz mit dem konsequenten Handeln, was wir ohnehin können, und das Ganze macht einfach in Summe eine riesen Transformation und wir erreichen unser nächstes Level. Ja. Eigenverantwortung ist dabei dann ein mhm. ganz wichtiges, wichtiges Thema. Da sagen Sie auch, das ist schon ein Schlüsselkonzept Wie viel Verantwortung wird denn so Ihrer Erfahrung nach abgegeben? Also neigen Menschen dazu, zu sagen, auch ich würde ja, wenn ich könnte, aber das liegt an den anderen? Ich glaube, wir vergessen einfach vielfach, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Mhm. Und da, da bietet sich tatsächlich diese Brille an von Täter und Opfer. Ich kann ja nichts dafür und das habe ich aber nicht gewusst.. Ja. Und in dem Moment bin ich raus und wenn ich mich als Opfer fühle, dann fühle ich nur Ohnmacht und das Wort sagt es ohne Macht. Mhm. Und derjenigen, den, derjenige, den ich als Täter deklariere, da schiebe ich diese Macht eben hin. Und wenn ich die nicht mehr habe, bin ich nicht handlungsfähig. Ähm, andersrum, wenn man in der Gelassenheit ist, die Dinge einfach radikal zu ak akzeptieren, wie sie sind und äh, zu gucken, was ist mir dadurch möglich, was kann ich jetzt machen, ja. ist man einfach in, in einer anderen ähm, gedanklich schon in, in einem ganz anderen Tunnel drin. Wie weit können Führungskräfte dabei helfen? Also auch um ihr Team zu schützen vielleicht, ne? um vor Belastung zu, zu schützen oder Belastung zu nehmen? Ja, Vorbild sein, indem sie es sind. Und da ergeben sich einfach wie überall auch Spiegeleffekte. Indem ich bin, strahlt das auf meine Umwelt aus und es fällt leichter, den Weg ähnlich zu gehen. Vielen Dank, Katrin Müller. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.